die heimischen Trails aus dem Hardtail-Bike. Und ja, dann drehen wir. Ich habe mir schön eine selbst verpasst. Wo gibt's es zu sehen? Auf Lukas Knopf TV. Best Sender in the world. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video oder vielleicht sogar dem Beginn eines neuen Videoformates. Ihr kennt mich ja wahrscheinlich als Dirtjumper, Slopestyler und Freeride Mountainbiker, aber ich habe von Rose das neue Hardtail getestet, das Bonero. Das habe ich jetzt seit über einem halben Jahr bei mir rumstehen und bin damit richtig, richtig oft gefahren und ich bin richtig begeistert. In diesem Video stelle ich euch das 140 mm Hardtail Trailbike von Rose vor. Es ist ein richtig, richtig vielseitiges Bike. Dieses Bike kann wirklich alles und das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß damit! Wir testen das Bike, wie gesagt, heute in verschiedenen Einsatzgebieten. Kurz aber ein kleiner Bike-Check zu dem Bike und so ein paar allgemeine Infos. Das Bonero kommt in drei verschiedenen Varianten. Es beginnt bei 1499 Euro, also ist auch preislich auf jeden Fall ein Einsteigerbike. Und für das, was man bekommt, sind 1500 Euro richtig, richtig gut. Bonero Variante Nummer 2 kostet 1800 Euro und die Variante, die ihr jetzt bei mir hier seht, das Bonero 3, was schon echt auf die Profifahrer oder fortgeschrittenen Fahrer abzielt, kostet 2200 Euro. Kommt mit Pike Select Gabel, mit Charger 2 Kartusche, 140 mm findet ihr in jedem der Bikes. Das 2er Bike kommt auch mit RockShox Pike Select und das 1er Bike mit einer RockShox 35. Ich werde euch jetzt nicht jedes komplett kleine Detail über den Aufbau des Bikes erzählen. Es gibt von Rose natürlich eine Landingpage, wo ihr alles nachlesen könnt zu den einzelnen Anbauteilen. Aber es versteht sich natürlich, dass bei der höheren Variante natürlich etwas bessere Laufräder drin sind. Bremsen, die etwas besser packen. Bei mir jetzt zum Beispiel die Code RSC. Was eben jetzt aber bei jedem Modell dabei ist, ist die Gabel mit 140 mm Federweg. Wir haben eine verstellbare Sattelstütze, die somit komplette Freiheit beim Fahren bietet. Was ich richtig, richtig clean finde, ist die integrierte Zugführung von Schalt- sowie Bremszügen und mittlerweile bei so gut wie jedem Rose-Bike gemacht wird. Man hat außerdem Anschraubpunkte für Toolstrap hier unten, für Flasche und auch für Schutzbleche. Ich habe jetzt meine eigenen Mudguards dran. Einsatzgebiet Nummer 1 von dem Bike ist, dass ich damit easy auf Arbeit fahren kann. Man kann Kilometer machen. Meine Lagerhalle für The Motion Brand befindet sich 15 Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Das kann das Bike richtig easy zurücklegen. Was ich aber auch sehr oft gemacht habe, vor allem jetzt über den Winter und über die kältere Jahreszeit, einfach um den Kopf mal frei zu bekommen im Büro, wenn man viel zu tun hat, viel zu tippen hat, viel Videos zu schneiden hat, einfach mal schnell das Fahrrad nehmen, ab auf den Radweg, wo ich mich jetzt auch befinde und einfach mal 30 Minuten, 45 Minuten mit dem Fahrrad rausfahren. Ich bin schnell im Wald, ich kann ein paar leichte Trails fahren, aber vor allem, und das interessiert wahrscheinlich jetzt viele auch von meinen jüngeren Zuschauern, man kann mit dem Bike richtig, richtig gut auf dem Hinterrad fahren. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich auch gerade in der B-Roll. Das Fahrrad kommt richtig einfach nach oben. Man hat eine verstellbare Sattelstütze. Und somit kann man, egal ob man jetzt den Wheelie lieber im Sitzen macht und so mehr Kontrolle hat, oder ob man mehr Bein- und Kniefreiheit benötigt und den Sattel schnell nach unten stellt bei seinem Wheelie oder Manual, kann man beides machen. Es funktioniert richtig, richtig gut. Einfach Kilometer fahren,
leichte Trails durch den Wald, Fahrradwege. Und wenn man den Skill hat, kann man natürlich diese massig an Kilometern natürlich auch einfach auf dem Hinterrad überwinden. Und ich weiß, das lieben sehr, sehr viele von euch. Egal, ob man das jetzt im Wald macht oder in der Stadt, ist egal. Funktioniert mit dem Bike super. Das Bike kommt in zwei Farben. Ich habe mich für Sandy Taco entschieden. Das ist die Farbe. Des Weiteren gibt es das Bike noch in Avocado Green. Ihr habt es ja bei mir gesehen, ich fahre das Bike mit Flat-Pedalen. Wer aber mehr Kraftübertragung will, kann natürlich Klicks montieren. Ich bin es aber einfach so gewöhnt und ich mache sehr, sehr gern Crankflips. Deswegen baue ich mir an keine Bikes Klickpedalen ran. War jetzt kein Riesenanstieg, aber dadurch, dass wir keinen Dämpfer haben, sind wir natürlich sehr kraftsparend nach oben gekommen. Aber bergab, auch wenn es nur kleine Abfahrten sind, funktioniert natürlich die 140 mm Gabel super. Wir gucken dann natürlich auch noch auf ein paar richtigen Trails vorbei. Und jetzt erzähle ich euch erstmal noch mehr zur Ausstattung vom Bike. Und was aber brandneu ist, ist, dass Rose verschiedene Laufradgrößen und selbst eine unterschiedliche Rahmengeometrie für verschiedene Körper und somit Fahrradgrößen entwickelt hat. XS und S kommt mit 27,5 Zoll Laufräder, M bis XXL mit 29 Zoll, wie ihr das jetzt eben auch bei mir seht. Da sind natürlich die Continental-Reifen drauf. Meine Wahl, der Race King mit sehr wenig Rollwiderstand. Und außerdem wird dann bei jeder einzelnen Größe natürlich Kettenstrebenlänge und die Oberrohrlänge angepasst, um somit weiterhin eine agile Geometrie zu behalten. Mein Bike in der Dreier-Variante wiegt jetzt mit Pedalen gerade einmal knapp 13 Kilo. Ausgeschrieben wird es mit 12,7. Das Gewicht ist aber natürlich ohne Pedalen. Hier habe ich 350 Gramm Pedalen drauf. Heißt, wir sind genau bei 13,05 Kilogramm. Die 1er Variante bringt 13,9 Kilo auf die Waage und die 2er Variante 13,3. Für alle Gewichtsfetischisten da draußen, es spielt ja auf jeden Fall eine Rolle. Hier waren wir lange nicht, geht natürlich aber auch. Natürlich ist auch Urbanfahren möglich und auch Treppenfahren, aber ich persönlich muss selbst sagen, dass mir dafür ein Full Suspension Bike nochmal einen Ticken besser gefällt. Ich bin es aber halt auch einfach so gewohnt, dass der Hinterraddämpfer die groben Schläge von der Treppe rausnimmt. Hat dennoch richtig gut funktioniert, ging auch schnell bergab, schnell die Treppen runter. Ihr seht es jetzt aber hier wahrscheinlich auch in dem Clip, es kommt einfach richtig, richtig gut aufs Hinterrad. Ich war vor allem verblüfft, wo ich das erste Mal Manuals gemacht habe und das ging richtig gut. Bunnyhops sind gefühlt noch mal ein bisschen einfacher und das hat beim Urbanfahren auch mega Spaß gemacht. Der ein oder andere sagt jetzt vielleicht, ey Lukas, ich kenne dich eigentlich nur aus Downhill, Freeride, Dirtjump, Slopestyle Videos. Ich möchte den ganzen Kanal aber einfach ein klein wenig facettenreicher gestalten, denn Radfahren besteht aus so vielen verschiedenen Bereichen. Ich habe vor einigen Jahren mit Dirtjump fahren begonnen, dann irgendwann mit Downhill und Freeride und habe es richtig, richtig lieben gelernt, wie ihr ja seht. Und dann kam irgendwann Gravel und Rennrad dazu. Ich hatte irgendwann einen Kreuzbandriss, da hat das dafür gedient, wieder Muskeln aufzubauen. Ich fahre jetzt einfach richtig gern auch mal durch den Wald, um den Kopf frei zu bekommen, um einfach in der Natur zu sein. Wenn man das Ganze dann natürlich noch mit
dem Aspekt paaren kann, dass man mit so einem Hardtail-Trailbike auch mal die Trails runterschießen kann und eben nicht nur Kilometer sammelt, ist das natürlich der absolute Wahnsinn. Und weil sehr oft die Frage kommt, Lukas, mit welchem Bike soll ich starten? Was ist das perfekte Bike, um Trails zu fahren? Was ist das perfekte Bike, um zu tricksen? Das ist dann natürlich ein Dirtjumper. Aber genau dieses Bike passt in die Kategorie, wenn ihr A, viele Kilometer machen wollt, wenn ihr B, natürlich sehr gern auf dem Hinterrad fahrt. Urban Riding, Trail Riding natürlich, 140 mm Federweg und vielleicht trifft das Bike bei dem einen oder anderen ins Schwarze. Nächster Stopp und der wahrscheinlich wichtigste jetzt hier in dem Video, weil vor allem dafür wurde das Bike konzipiert und zwar sind das Trails. Wir haben einmal natürlich die Möglichkeit, richtig schnell wieder nach oben zu gelangen, aber vor allem mit 140 mm Federweg auch schnell nach unten. Sind jetzt bei mir an den Home Trails und wir fahren jetzt als Test für euch natürlich mal ein, zwei Abfahrten. Und ich finde einfach persönlich, dass das Bike auch richtig cool aussieht. Die Farbe gefällt mir mega. Vielleicht seid ihr mehr der Avocado Green Freund, was ich euch ja reingeschnitten habt. Wenn dem so ist, lasst mich mal wissen. Und ich würde sagen, wir machen die Kamera an den Chesty, dann geht's ab nach unten. Auf geht's! Die heimischen Trails auf dem Hardtail-Bike. Ein anderes, aber cooles Fahrgefühl. Ich muss jetzt hier in dem Video nicht so tun, wie als wäre das die erste Fahrt gewesen auf den Trails. Ich weiß, wie es auf den Trails funktioniert, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Auch nicht übertrieben oft, weil ich bin dann doch auch oft mit dem Enduro hier. Ich habe ja natürlich verschiedene Möglichkeiten. Aber was man eben sagen muss, ist, dass gerade auf diesen Trails, wo jetzt nicht so viele Steine sind, der Untergrund nicht so ruppig ist. Wir haben ja hier echt schönen Waldboden mit jetzt nicht so vielen Wurzeln und nicht so großen Sprüngen, funktioniert das Bike richtig, richtig gut. Und vor allem ist es einfach übelst schnell mit den 13 Kilo bergab. Man hat halt echt ein leichtes Bike unter sich, ein sehr kompaktes Bike, obwohl ich natürlich eben die XL fahre, aber es ist schwer zu beschreiben, aber man sitzt drauf und man bekommt direkt Fahrt drauf mit den 29 Zoll Laufrädern. Es macht einfach nur Spaß, also es ist irgendwie, für mich war es ein komplett neues Fahrgefühl und wo ich das erste Mal runter bin, es ist anders, aber es macht richtig, richtig Spaß und man ist einfach ja, schnell und ja, sicher unterwegs, richtig gut. Und jetzt geht es natürlich extrem schnell wieder nach oben, was richtig gut ist, weil man kann umso mehr Laps jetzt fahren hier im Wald, was dann schon mit einem Freeride-Bike oder auch wenn man mit dem Downhiller hier ist, schon etwas mühsamer ist und hier sehr entspannt. Also so schnell wie mit dem Bike war ich hier im Wald noch nicht wieder oben. Wir sind jetzt am Eingang von Trail Nummer 2. Da sind ein paar Sprünge. Ihr kennt den höchstwahrscheinlich auch schon, wer die Videos des Öfteren schaut. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie das Bike auf Sprüngen funktioniert. Ich weiß es jetzt schon, ihr seht es gleich. Und ja, fahren jetzt Trail Nummer 2. Kleiner Stepdown. So gut. Ich bin gefühlt doppelt so weit gesprungen. Runde Nummer 2 auf dem Trail. Der zuvor über den letzten war ein klein wenig unsauber. Deswegen jetzt nochmal. Ich
Jawohl. Wow. Das ist auch recht was? Alter, ich hab mir voll selber in die Fresse gehauen. Warte mal. Alles gut? Ja, ich hab voll meine Faust gespürt. Ja? Warte. Ja, wir wollten hier gerade eine relativ schnelle Sektion im Wald filmen. Und ich bin aber schön nicht in die Rinne gesprungen, sondern hier rein. Hier irgendwo verhakt und einfach voll drüber. Und ich wollte einfach passend zum Fahrrad, und ich fahre diesen Helm eigentlich nie. Ich hatte den letztens, genau in Spanien, selbst da war mir das schon echt ein bisschen suspekt, weil ich sonst immer Trails und Bikeparks mit Fullface fahre. Und jetzt ist es passiert und ich habe mir, die Kamera war leider nicht an, so abgefangen, dass ich nicht mit Kopf zuerst, aber habe mir voll mit der Faust ins Gesicht. Und wir wollten morgen dann noch was filmen, und ich kann mir vorstellen, wenn ihr mich jetzt gleich im nächsten Clip mit einem blauen Auge seht, ich habe mir schön eine selbst verpasst, und ich denke, morgen werden wir das auf jeden Fall ordentlich sehen. Tragt einen Fullface-Helm. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Wir sind bei mir an der Strecke, und das Problem ist ja, dass zurzeit, zumindest bei uns in der Gegend, noch keine Bikeparks aufhaben, aber das Hardtail fühlt sich natürlich auch in Bikeparks wohl, und das will ich jetzt hier einfach mal ein klein wenig nachahmen. Wir haben hier oben zwei Tablesprünge, haben dann eine Kurve und die Hip. Hier neben mir befindet sich dann die Line mit Sprüngen. Insgesamt drei Doubles hintereinander. Gut, der letzte ist eher so ein Tricksprung als Step-Up. Aber hier können wir das Bike jetzt nochmal testen, wie das auf größeren Sprüngen funktioniert. Dafür pumpe ich jetzt auch die Gabel nochmal etwas auf. Ich bin das Setup jetzt auf 100 PSI gefahren. Werde jetzt hier aber ca. 125 drauf machen, dass wir einfach noch ein bisschen mehr Stabilität über den Sprüngen haben. Ich würde sagen, wir fahren die Line. Los geht's. Erste Runde. Yes! Und auch das läuft. Die Sprünge oben waren jetzt schon, ja, sind relativ steil. Vielleicht steiler als jetzt in einem Bikepark, die unten natürlich auch. Ich habe mich unten sogar gefühlt ein bisschen schneller gefühlt wie auf meinem Dirtjumper. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Einfach durch die großen Laufräder. Und jetzt können wir natürlich hier übelst easy wieder hoch und die nächste Runde fahren. Tabletops gehen auch. Der letzte Sprung hier ist auf jeden Fall wie ein kleiner Tricksprung. Ich will euch hier jetzt in diesem Part natürlich nur zeigen, dass das Bike auch auf Sprüngen, die ein bisschen dem in einem Bikepark gleichen, funktioniert. Man muss natürlich sagen, die ganzen anderen Jungs fahren hier mit dem Dirtjump, und ich fahre jetzt hier definitiv noch ein paar Runden, und dann werde ich aber auch hier auf der Strecke mein Dirtjump rausholen. Das funktioniert natürlich hier nochmal um einiges besser als auf dem Bike, aber ihr kennt mich ja, ich habe Bock, so gut wie jedes Bike zu flippen. Und erstmal hat es sich auf den Sprüngen richtig gut angefühlt, und wenn ich merke, dass das klappt, dann habe ich auf jeden Fall Bock auch. Der war auch geil, Dreier auch nice. Ja, und jetzt habe ich auf jeden Fall Bock, das Bike zu flippen, denn wir müssen jedes Bike eigentlich, was wir irgendwie mal berühren, muss auch geflippt werden, egal ob es jetzt ein Billigbike ist oder ein Mountainbike. Und das machen wir jetzt am letzten Sprung. Ich fahre wieder hoch und ja, dann drehen wir. Ging auch so gut. Nice.
Der ganze Rest wurde am Tag zuvor gefilmt und das ist jetzt ein Tag später. Und ihr habt jetzt vielleicht schon die Spritzer auf der Linse gesehen. Es könnte sein, dass es jetzt gar nicht mehr so lang geht. Robert filmt auf jeden Fall nochmal wie ein kleines Edit, was wir jetzt hier am Ende noch reinschneiden. Sonst habe ich das Video größtenteils allein gefilmt. Ich hatte so einen kreativen Anfall, da habe ich das gleich selber gemacht. Und ja, schneiden euch jetzt noch ein Edit rein und dann gibt es das Schlusswort. Kommt halt auch einfach easy auf irgendwelche Anfahrten hoch. Gar kein Stress. Okay, klein bisschen Nervenkitzel ist da. Oh, es wird. Okay, das war er, der finale Test. Es ist halt so gut, es funktioniert mit so gut wie jedem Bike und auch hier, es ging einfach so schnell durch die Line. Fett, Spaß gemacht. Nices Bike. Das war's von dem Vorstellungsvideo vom neuen Rose Bikes Bonero. Wie erwähnt, ich habe die 3er Variante, es gibt noch die 1er und die 2er Variante und ihr habt es jetzt in dem Video gesehen, ihr könnt euch auf jeden Fall euer eigenes Urteil fällen, ihr könnt das vergleichen. Unten ist der Link zu der Landingpage von Rose Bikes, wo ihr alle Informationen zum Bike findet. Ich finde aber, es ist echt ein Bike für jedermann und gerade wo wir jetzt hier in dem Wald waren, es geht echt agil vorwärts, man ist schnell wieder oben, man fühlt sich auf den Trails sicher und schnell und für Einsteiger sowie auch für Profis bringt es auf jeden Fall ein richtig geiles Fahrgefühl mit sich. Es sind Tricks damit möglich, natürlich ist es nicht das Trickser-Bike schlechthin, wie erwähnt, hauptsächlich gemacht ist es eben dafür, Trails zu fahren, aber Wheelies gehen damit Bombe. Flips natürlich auch, aber irgendwie ist es halt möglich, so gut wie jedes Bike zu flippen. Es ist einfach ein schönes Rad für einen relativ schmalen Taler und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich gehe mal von aus, dass wir demnächst noch ein paar mehr solche Videos machen werden mit anderen Fahrrädern von Rose Bikes. Ich fahre gern Gravel, ich fahre gern Rennrad und ich fahre seit jetzt knapp einem halben Jahr auch sehr gern dieses Hardtail Bike. Hab's euch vorher noch nicht zeigen dürfen, weil es war natürlich unter Embargo. Aber hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert den Channel und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace.